Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mir auf hoher See. Ich bin Rotiki und ja, da sind jetzt meine Kajaks rausgefahren, um ein paar Fische zu fangen. Aber der Wellengang ist ziemlich stark. Und ja, ich denke, jetzt wird was passieren. Wir sind unsere beiden Angelprofis am Rauspaddeln und dann mal sehen, was sie fangen werden. So, wir haben jetzt unser Auto in die Werkstatt gebracht und wahrscheinlich das ist der Kairin, ne? Richtig, der irgendwo reibt. Deswegen dieses Quietschen dazu. Und jetzt gehen wir in den Fishing Love, was für unsere Angel zu kaufen. Hi. Also der Einkauf bei dem Angelladen war relativ erfolgreich. Ja. Amanda hat sich jetzt hier so einen Rucksack gekauft und noch einen Angelhaken. Ein Blinker. Ja. Und jetzt gehen wir zum 1-Dollar-Shop und gucken, was wir da noch so finden. Und ja, mal schauen. Jetzt waren wir im 1-Dollar-Shop und in der Bücherei. Und jetzt gehen wir unser Auto abholen und dann fahren wir zur Arbeit, weil es aufgehört hat zu regnen. Und dann arbeiten wir 3 Stunden oder so. Steht doch schon, ja, oder? Da ist schon unser Auto. Ja, cool. Jetzt sind wir bei unserer Arbeit und müssen jetzt nur noch da vorne über den Hügel laufen. Und dann sind wir da. Ja, jetzt bauen wir uns dann Auto zur Monika noch solche Offroad-Strecken zu fahren. Ja, das ist schon ziemlich hügelig hier. Ja, dann arbeiten wir jetzt gleich 3 Stunden oder so und dann ist auch schon wieder Ende. Voraussichtlich. Mal gucken. Ja, wir wollen ja noch nach Fagatane. Deswegen können wir gar nicht so lange arbeiten. Ja. Haben heute straffes Programm. Ja. Aber trotzdem haben wir ausgeschlafen. Ja. So, wir haben uns jetzt Pizza gekauft. So ein ganz bisschen. Hier bei Domino's. Hier bei Domino's. Und die essen wir jetzt erstmal schön. Nach 3 Stunden Arbeit haben wir uns die auch echt verdient. Wir müssen jetzt mal Armando suchen, mal gucken, wo der ist. Der wollte gucken, wie teuer so ein Ball ist. Aber ich weiß nicht, wo der jetzt hingerannt ist. Mal gucken, wo der ist. Ein Riesen-Warehouse hier. Mal schauen. Bleib doch stehen! Wie viel kostet der? 15 Dollar. 15? 15 Dollar. Nehmen wir den. Nehmen wir mit. Wann bleibst du gerade? Also nicht. Wir müssen jetzt ein bisschen durch den Pack and Save hier sprinten, weil die wahrscheinlich um 8 zumachen und wir haben noch eine relativ lange Einkaufsliste, die wir abarbeiten müssen. Um 9 machen die doch erst zu, dann haben wir ja Zeit. So, jetzt sind wir fertig mit Einkaufen und haben hier das Auto voll. Bis oben hin. Die Box hier ist auch noch voll. Und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Das heißt nach Hause zum Campingplatz und dann fahren wir nach Hause. Nach Deutschland. Dann mal gucken, was wir noch so machen. Ich denke nicht mehr viel. Du musst jetzt reden. Weil die Aufnahme läuft schon. So, wir sind jetzt im Bett und gehen jetzt gleich schlafen. Ja, das war unser Tag von morgens bis abends und wir haben ziemlich viel geschafft und erledigt. Und waren sogar noch arbeiten, zwar nur 3 Stunden, aber ist ja besser als nichts. Und haben ausgeschlafen. Ja. Das ist echt cool. Wir haben alles geschafft. Ja, das war schon echt eine Leistung. Dim. 250 Lumen. Da. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.